Seit 10 Jahren gehört Martin Schenk zu den Pionieren des Freestyle-Motocross in Europa. Mit der Flickflack-Show Extreme ist er derzeit auf Deutschland-Tour. Täglich riskiert der Mann mit irrsinnigen Stunts sein Leben. Man weiß, man ist halt schon oft genug in seinem Leben nur Millimeter weit davon neben vorbeigeschrammt. Es sterben Leute bei uns, es tun sich Leute ordentlich weh. Oberschenkel gebrochen, Fußgelenk zertrümmert, Kreuzband gerissen. Der Österreicher erlitt schon viele Verletzungen. Jeder Fehler bedeutet den Crash. Sein Bike checkt er deshalb vor jeder Show selbst. Risiko ist Martins Leidenschaft. Also das Wichtigste für mich ist schon der Flash, der Adrenalin-Flash. Wenn ich nicht mehr riskiere, dann höre ich auf zum Motorradfahren, weil das ist dann irgendwie, dann ist der größte Anreiz für mich, Motorrad zu sitzen, ist irgendwie weg. Meine Momente, die ich gehabt habe in meiner Karriere, die prägendsten waren für mich, waren immer die, wo ich meine Eier auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, okay, es ist jetzt 50-50, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, ist es wirklich scheiße. Seine Familie sorgt sich um ihn, doch der Mann aus Graz kann nicht aufhören mit dem Motocross. Das, wo mein Herz schlägt dafür und das brauche ich, und damit ich gesund im Kopf bleibe. Aber es gibt noch andere Gründe, warum Schenk seinen Beruf so liebt. Durch die Risikobereitschaft, glaube ich, lebt man intensiver, und ich glaube, das ist es, was grundsätzlich anziehend wirkt, nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich. Vielleicht ist es aber auch der trainierte Körper, der Frauen anzieht wie Butterkuchen die Bienen. Martin weiß, dass er gut ankommt, und er genießt es. Den Adrenalin-Flash und das Gestalktsein, dass nichts passiert ist, obwohl eigentlich sehr viel passieren hätte können, ist etwas, was dann einfach mehr, ich weiß nicht, ich merke das beim Partyfeiern, wenn ich sehe, wie die Leute teilweise so beliebig, so dahin schwimmen, so auf einer Einheitswelle. Wenn wir kommen von irgendeiner Show und wir sind alle aufgedreht bis oben hin und das Adrenalin kommt noch bei den Ohren raus, dass es einfach, dass man einfach auf einem anderen Energielevel ist. Fakt ist, die Zuschauer feiern ihn am Ende jeder Show. Und er selbst, wie findet er sein Leben am Limit? Wir glauben ihm.